Ja, geschätzte Damen und Herren, dafür, dass der Herr Kurz sämtliche Entscheidungen in der Corona-Krisenpolitik als Chefsache erklärt hat, schiebt er wirklich erstaunlicherweise oft die Verantwortung von sich. Wir haben ihn sehr intensiv versucht zu befragen zu dem Thema der Intensivbetten, der vorhandenen, vielleicht auch ausgebauten Ressourcen, sowohl im Infrastrukturbereich als auch im Humanressourcenbereich. Und da verweist er ständig darauf, dass er das nicht beantworten kann, weil das eine Sache des Gesundheitsministeriums sei. Auch bei den FFP2-Masken, da war es so, dass man, um an eine Ausschreibung zu kommen, eine Baumusterprüfung vorlegen musste, eine Modellprüfung vorlegen musste und sodann noch eine Konformitätserklärung. Das sei ihm alles nicht bekannt gewesen, hat er gemeint. Es ist insbesondere interessant, weil die Hygiene Austria diese Konformitätserklärung erst am 16. Dezember vorlegen konnte. Die Frist für die Auftragsvergabe aber bereits am 4. Dezember abgelaufen war. Es ist zwar nicht zu einer Vergabe an die Hygiene Austria gekommen, aber die hätte sich theoretisch gar nicht an der Ausschreibung beteiligen dürfen. Das alles hat Kurz nicht gewusst. Zum Herrn Feutig. Spannend für mich war eines, es gab einen klaren Widerspruch zur Wirtschaftsministerin Schramböck, die behauptet hatte, dass sämtliche Vergaben unter dem Vergabegesetz gelaufen sind. Das heißt, das Vergabegesetz sei immer eingehalten worden. Der Herr Feutig hat darauf uns bestätigt, dass das gar nicht möglich gewesen wäre. Zum einen aufgrund des Zeitdrucks und zum zweiten, weil das österreichische Rote Kreuz keine öffentliche Einrichtung sei. Hier zeigt sich für mich und für die Freiheitliche Partei eine klare Augen-zu- und Durchpolitik der Regierung, die angesichts der dramatischen Auswirkungen dieser Krise völlig unangebracht ist.